Wenn ihr auf der Suche nach günstigen Spielen seid, dann schaut doch mal unten bei meinem G2A-Link vorbei. Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich habe heute mal echt seit Ewigkeiten wieder Battlefield 4 eingelegt und festgestellt, DICE gibt sich wirklich Mühe mit dem Game. Es ist teilweise kaum wiederzuerkennen und sie haben jetzt ja auch angekündigt, dass Battlefield 4 neben Battlefield Hardline weiter supportet wird. Und nachdem ich mich frage, wie der Support aussieht, dachte ich mir, diese Frage ist viel zu komplex, um sie allein zu klären. Deswegen ist heute Mesh mal wieder mit dabei und wir haben auch lange nichts mehr zusammen gemacht. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Vor allem, da ja Hardline auch noch rauskommt und DICE sich trotzdem dazu entschieden hat, auch nachdem Hardline draußen ist, mit BF4 weiterzumachen. Und das ist doch cool, ja, oder? Das muss ich ehrlich sagen, finde ich cool. Man muss auch sagen, ich meine, in dem Fall, es ist irgendwo schon ein bisschen logisch, wenn man sich überlegt, dass eigentlich Hardline vom komplett anderen Studio kommt. Stimmt, aber die nehmen sich ja voneinander weg dann, vom Erfolg. Ne? Das ist ja schon klar. Und das haben die auch schon einkalkuliert und das muss ich mal eben reinwerfen. Und zwar hat da mal irgendeiner von den DICE-Leuten gesagt, das wird auch abhängig davon gemacht, wie sehr BF4 oder Hardline eben Erfolg haben wird. Das heißt, wenn Hardline total abkackt, dann macht man eben umso mehr mit Battlefield 4. Ne? Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob das so eine, ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll, so ein Backup-Plan ist, weißt du? Das könnte man sich fast denken. So, wenn Hardline jetzt übelst der Rohrkrepierer wird und was ja manche Leute schon, was für viele Leute schon instant festgestanden hat, als sie Hardline angekündigt haben, ne? Das muss scheiße werden. Ich bin auch skeptisch, muss ich dir sagen, auch wenn mir die, naja, es hieß offiziell Beta, aber ich nenne es mal Alpha. Eigentlich ganz gut gefallen. Soll es nicht noch eine kommen demnächst? Ja, genau, im Frühjahr jetzt, also Januar oder Februar, da kommt auf jeden Fall was Neues. Okay. Mal gucken, ja. Die haben ja auch zwischenzeitlich schon einiges wieder gezeigt, das hat man ja auch gesehen, also von Hardline, ne? Also verändert wurde einiges, so auch genau wie in der CTE mit Battlefield 4 eben. Also ich muss sagen, ich habe es jetzt ja wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, lange nicht mehr gespielt. Und was ihr im Hintergrund seht, ist übrigens ein Rush-Gameplay. Das erste Mal, dass ich auf der neuen Floodzone-Map gespielt habe. Also DICE gibt sich wirklich Mühe bei Battlefield 4. Das heißt, ich denke, es kann uns eigentlich nichts Besseres passieren, wenn wir zwei gescheite Battlefields parallel haben. Vor allem für die, denen das eine nicht zusagt. Ich denke auch, es gibt ja jetzt immer noch zum Beispiel eine große Playerbase von Battlefield 3. Ja, ja, das... Da muss ich aber sagen, jetzt diese Ankündigung, wir supporten Battlefield 4 quasi, sie haben ja nicht gesagt, wie viel länger, oder? Nee, nicht wirklich, aber der Premium-Kalender wurde bis Dezember 2015 erweitert. Ja, und jetzt überleg dir doch mal, sie hätten das vor Battlefield 3 gemacht, wäre das nicht geil gewesen? Das wäre echt, da hätte ich mir echt noch Gedanken gemacht, noch viel mehr Battlefield 3 Videos zu machen, aber... Sie hätten das doch für Battlefield 3 machen können und dann hätten sie jetzt so quasi Battlefield 4 rausbringen können. Genau. Also. Das wäre doch super. Da wäre das Spiel auch nicht so kaputt auf den Markt gekommen und nicht alle Leute wären schreiend weggerannt. Ja, das ist echt schade. Ich habe letztens wieder eine Konversation darüber gelesen, also mit Battle Nonsense. Das ist einer der YouTuber, der wirklich sehr viel Wert auf die CTE legt und der freut sich auch darüber, dass viel verändert und verbessert wird. Allerdings sagt er auch, dass entschädigt nicht im Ansatz, wie der Launch war. Und das stimmt. Vor allem musst du dir überlegen, es hat ja auch viele Leute dazu gebracht, einfach sich gar nicht mehr mit dem Game zu beschäftigen. Es ist ja schön und gut, dass man jetzt wirklich sieht, da passiert was. Wie gesagt, das ist teilweise kaum wiederzuerkennen, das Game. Und ganz ehrlich, ich habe die letzten zwei DLCs nicht gespielt, einfach weil ich keinen Bock mehr auf das Game hatte. Das war vielleicht ein Fehler im Nachhinein, weil sich ja wirklich was getan hat. Aber ich denke mal, es gibt viele Leute, die dann auch gar nicht, nie wieder reingucken. Ja? Na klar, es gibt ja auch andere Spiele. Es gibt auch andere Games, ja. Deswegen, der Launch hat halt wirklich verkackt. Und sie haben es ja extra verschoben für Hardline. Aber es gibt ja jetzt noch eine andere spannende Sache, ne? Die wollten wir auch noch ansprechen. Und zwar das mit den Karten zum Beispiel, die ja jetzt aktuell zur Umfrage stehen. Ja, genau. Das wollten wir auch noch ansprechen. Es gibt einen Newspost, den können wir unten mal verlinken, wo sie unter anderem auch angekündigt haben, was haben sie geschrieben, der Weg in die Zukunft oder sowas von Battlefield 4. Und da kann man abstimmen in drinne, so ein Link zu so einer Umfrage, was für Karten man dann gerne als Remake hätte für Battlefield 4. Und da ist wirklich alles drauf. Alles von dem ersten bis zum letzten Battlefield. Ja. Absolut krass, also sehr unübersichtlich. Und da habe ich auch schon gesehen, und ich habe auch schon vermutet selber, das wird natürlich dann so ausfallen, dass man sehr viel BF3-Karten gewotet sieht. Aber ich glaube auch nicht, dass das nur ausschlaggebender Punkt ist für das, was eventuell dann reinkommt. Hoffe ich mal. Ich meine, ganz ehrlich, viele Leute von denen, die jetzt Battlefield 4 spielen, haben halt auch damals vielleicht mit Bad Company 2 angefangen oder mit Battlefield 3. Ja. Und das wäre blöd, wenn man quasi dann nur, weil diese Map wirklich häufig gebaut wäre, nur die auf jeden Fall nimmt. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Und zwar, das stimmt halt wirklich. Ich habe da...
wenn ich einen Twitter-Post finde, kann man es ja verlinken. Ne? Und zwar einer der aktuellen Producer hat auch gesagt, das ist nur so eine Orientierung halt, damit die Entwickler sehen, was macht irgendwie Sinn. Und das heißt jetzt nicht, ja, dass genau diese Karte Sinn machen muss, sondern halt irgendwie was in der Richtung. Also wenn du jetzt 4 Karten auswählen müsstest, welche würdest du nehmen? Wahrscheinlich, Ihr könnt also, übrigens auch, schreibt doch auch mal in die Kommentare rein, welche Karten ihr gerne als Remake für Battlefield 4 hättet. Wie gesagt, es stehen alle Karten zur Auswahl und Link zu dieser Umfrage findet ihr in diesem News-Post. Da sind nochmal alle aufgeschrieben. Ja, also ich würde wahrscheinlich sehr viele Karten aus Battlefield 2 oder 3 nehmen, denn die anderen, die sind mir jetzt nicht mehr so gut vor Augen. Da müsste ich nochmal neu spielen, ne? Bin mir sicher, da gab es einige coole, die ich jetzt übersehe, aber so die Standardkarten, Grand Bazaar, Sand Crossing für mich, Demavent Peak oder Siebar Tower oder Strike at Karkand, die würden auf jeden Fall bei mir mit auf der Liste stehen. Ja, da sind auch viele Sachen dabei, die ich nehmen würde. Also ich würde auf jeden Fall Port Valdez und Valparaiso aus Bad Company 2 nehmen, weil das echt geile Karten waren, aber auch, und weißt du, was mir gerade auffällt? Irgendwie, doch, Bad Company steht auch drin, zum Glück, weil da gibt's auch, Bad Company hatte übelst geile Karten, so Harvest Day oder sowas, so übelst offen. Ich glaube, die würde sich auch gut in Battlefield 4 spielen. Und das ist auch ein ganz anderer Stil gewesen, also nicht so offen wie jetzt hier in Battlefield 4, sondern halt offen und das hat irgendwie trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wobei, also da gab's doch Heavy Metal und das war nicht so toll. Aber das war wirklich Heavy das Heavy Metal Übel. War nicht so toll. Es war nicht jede Map geil, ja, nee. Aber es gab schon wirklich Highlights. Und vor allem, also der Hintergrund, warum ich diese Maps wählen würde, ist, weil Bad Company 1 und Bad Company 2 halt auch sehr viel Fokus auf gescheite Rush-Maps gelegt haben. Und das wäre natürlich eine super Ergänzung zu Battlefield 4 Maps, die jetzt zwar verbessert sind, aber in Rush jetzt immer noch nicht so der Wahnsinn. Nee, genau, richtig. Und da fällt mir eine Map ein, und zwar Oasis aus Bad Company. Oasis, ja. Die fand ich super, und zwar in Rush und Conquest. Ja, OS ist auch schlüssig. Also Bad Company 1, muss man wirklich sagen, ist es eigentlich durch die Bank weg alle Maps absolut erstklassig gewesen in Rush. Mir fällt jetzt gar nichts ein, was richtig kacke gewesen ist. Nee, mir auch nicht. Was wir jetzt gar nicht gesagt haben so genau, und es steht da auch, glaube ich, gar nicht so genau drin, was verstehen die denn unter Support? Support? Ja. Also, wie wird Battlefield 4 weiter supported? Battle Packs, woo! Gott, hör mal auf, der größte, das sinnloseste Kram überhaupt, ja. Ja, ist ja so. Also, ich meine, jetzt mit dieser Map-Umfrage, da ist es ja irgendwie schon offensichtlich, dass da irgendwie noch mehr kommen soll. Mittlerweile wird ja auch gar nicht mehr abgestritten, dass halt irgendwas Neues kommen soll in Richtung Maps. Nicht nur Battle Packs, sondern halt tatsächlich neuer Content. Aber jetzt steht halt noch wirklich offen, ist das denn für Premium-Mitglieder kostenlos oder wird das generell als neues Zeug verkauft sogar oder ist es vielleicht für alle kostenlos? Ja. Also ich denke mal, den Spielerzahlen wäre es auf jeden Fall sehr zuträglich, wenn es für alle kostenlos wäre. Aber wobei ich mir auf der anderen Seite denke, die meisten Leute, die jetzt noch Battlefield 4 wirklich aktiv verfolgen und spielen, die haben wahrscheinlich auch Premium. Ich denke es auch. Ohne dass ich das jetzt belegen könnte, von der Statistik her. Ja, ich würde es halt vermuten, weil der Hardcore-Gamer, der ist halt dabei, ne? Der hat Premium und der hat wahrscheinlich auch alle DLCs mittlerweile runtergeladen und spielt die. Oder halt auch nicht, weil manche halt nicht so tolle sind. Ja, das stimmt. So, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare rein, welche Map ihr gerne als Remake für Battlefield 4 hättet. Unsere haben wir gesagt. Wir sind leider mit der Zeit schon fast durch. Das war ein recht schnelles Gameplay, auch wenn ich nicht wirklich gecheckt habe, wo es lang geht. Und wir werden heute Abend bei dir wahrscheinlich ein bisschen noch Battlefield streamen, ne? Ja, ich denke schon, ja. Um 18 Uhr geht's dann los ungefähr. Obwohl, ja doch, 18 Uhr wahrscheinlich, je nachdem, wann Max mit dem Video fertig ist, ne? Ja, ich muss das hochladen und es muss verarbeiten und YouTube verarbeiten mit 60 FPS. Du weißt ja, das dauert immer ewig. Ja. Da gucken wir mal, ne? Wir genau. Posten mal einen Link unten rein zu deinem. Hitbox. Wo streamst du jetzt mittlerweile? Hitbox. Trotzdem neuen Kackdesign. Ja, ich bin aktuell noch da. Wir sehen mal, was die Zukunft bringt, ne? Okay, wie gesagt, ist alles unten verlinkt. Und ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Mal sehen, was die Zukunft bringt, oder? Mal sehen, was die Zukunft bringt, ja. Der Weg in die Zukunft von Battlefield 4. Genau. Dann machen wir Schluss. Ja. Ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.